Ich habe gerade kein Gefühl, ich muss einfach raufhauen. Es ist voll schwer, ich weiß auch nicht. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Heute sind wir in der Hauptstadt Berlin. Mit Maxi Mittelstädt. Servus. Ich habe dich gerade schon im Training ein bisschen beobachtet. Stramme Linksschüsse in die Ecke. Ja, ich fühle mich gut. Ich fühle mich fit für die neue Saison. Alles klar, also Maxi ist bereit für die Challenge. Ich würde sagen, du gehst noch kurz warm machen und dann starten wir. Alles klar. Maxi, wir machen Zielschießen heute als Challenge. Du warst mal Torwart, stimmt das? Ja. Okay, und jetzt ist er ein schneller Mann auf der linken Seite. Du darfst heute beides machen sozusagen. Also wir wechseln uns ab, einer schießt, der andere geht ins Tor. Du siehst hier die Scheiben im Tor, die zählen zwei, wenn man die trifft. Ein normales Tor zählt eins. Der am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Ich würde sagen, wir fangen an. Gerne. Also Maxi, zwei Punkte. Ich werde auf jeden Fall den rausholen. Versuchen zumindest. Ah. Das war schon mal ein Schuss zum Warmmachen. Ich habe gerade kein Gefühl, ich muss einfach raufhauen. Ja, aber der erste war nicht schlecht. Ja, da sieht man, dass ich kein Torwart war früher. Also 1-0 für dich. Boah. Musste ich auch mal Power machen jetzt. Scheiße. Das war wieder ein Strich. Da hab ich ein bisschen Angst gehabt, ey. Ja. Ja, den catcht er sich. Da kennt man den Torwart. Maxi, den einen gut gehalten gerade. Wann hast du entschieden, dass du nicht Torwart wirst? Oh, das war in der Jugendzeit. Bei mir war es halt so, dass mein Trainer damals meinte, er will mich lieber draußen haben. Eigentlich keine schlechte Entscheidung bisher. Ich hab's noch nicht bereut. Dann zeig jetzt mal nochmal deine Freistoßkünste. Ah, nicht ganz. Nee. Schade. Bei mir läuft es ja auch nicht so. Sollte vielleicht doch lieber ins Tor. Eigentlich traurig, gell? Dass die alle so vorbeigehen, hey. Steht's 2-1 für dich, oder? 3-1. Oh, Blamage, hey. 3-1 für Maxi Mittelstädt, aber wir haben die Chance, zwei Punkte zu machen. Alter! Boah, war drin, gell? Das Netz war da. Ja, der war schon drin. 4-1. Ja. Guter Schuss, guter Schuss. Für unsere jungen Zuschauer, wie schießt du am besten Freistöße? Ja, ich denke mal, wichtig ist, dass der Ball überhaupt aufs Tor kommt. Der Torwart wird den Ball eh schwer sehen und vielleicht kann er den dann nur auch abprallen lassen. Solange der Ball aufs Tor kommt, denke ich mal, ist man immer schon... Eine Power aufs Tor, gute Chance. Genau. Ah. Oh. Oh. Okay. Oh. Max, ich würde sagen, waren jetzt nicht so geile Schüsse. Ich will es noch einmal scheppern hören. Schießen wir vor dem Elfer und schauen wir mal, dass wir einen treffen. Pack da noch mal einen aus. 90. Minute, Maxi Mittelstädt. Geiles Tor. Ja. Das ist voll schwer. Ich weiß auch nicht. Nächstes Mal muss besser werden. Hat der nicht ganz geklappt? Ja, die Schüsse, schwierig. Leute, tut uns leid, dass es nicht so geklappt hat, aber Maxi ist der Gewinner der Challenge. Am Freitagsvideo wird es auch noch mal eine Challenge geben. Ein bisschen anders, ein bisschen witziger. Nein! Ihr solltet auf jeden Fall dabei sein, deswegen abonnieren und auch die anderen Videos mit den Profis checken. Danke Maxi, dass du dabei warst. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Wie heißt dein Instagram-Account? Noch ein bisschen Werbung machen. Maxi Mittelstädt. Also Leute, auf jeden Fall vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Maxi, hier steht noch einiges rum, kannst du mir schnell aufräumen helfen noch. Ja klar, kennst du drei Heb auf? Nee, was ist das? Was soll ich dir jetzt holen? Ne?